Er läuft nach vorne. Pusht ihn einen durch. Attackiert Olli. Olli kommt natürlich dagegen sehr schlecht an. Und jetzt kommen wir. Da kommt das Item. Wir speeden nach vorne. Hacker sowieso mit seinem Speed. Und warm von einem Grab verfällt, aber innerhalb von Sekunden tot. Das war ein sehr guter Engage, muss ich sagen. Hat mir sehr gefallen. Und natürlich waren im Moment kein Heimerdinger da. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, Vayne schafft das unten alleine gegen die beiden. Das ist ganz easy. Dann gehen wir jetzt vor und pushen die Lane durch. Ich wurde in dem Moment runtergeschickt auf die Botlane, weil ich helfen sollte. War natürlich ein bisschen unnötig. Heimerdinger kommt hierher. Morgana ist da. Nur also da. Der Rescue war sehr unnötig. Wir hätten auch oben bleiben können zusammen. Und hätten noch ein Tower vielleicht pushen können. Aber okay, das konnte man in dem Moment nicht absehen, dass Draven dann weggeht. Hier, offensive Wards von der Midlane. Sind die sehr gut. Und da kommt der nächste. Crap. Hochhauen, Ulti und den Rest des Teams machen lassen. Meine Items sieht man, ich habe mir das Ward-Item gekauft, um ein bisschen zu bomben. Momentan sieht es immer noch dunkel im Jungle aus, da habe ich auch in dem Moment geschlafen. Ansonsten das Speed-Item, um dem Team Speed zu geben, um aus Teamfights wegzukommen oder schnelle Engages ausführen zu können. Zusammen mit Blitzcrank und Hacker, und das ist natürlich die ultimative Speed-Kombo. Also da wird geflitzt ohne Ende. Dann bin ich auf die Träne gegangen, um massiv Mana zu haben. Die hat ja auch ganz gutes Deck mittlerweile. Und da kommt der erste Grand von Tiefes. Gestunt an die Wand und tot. ADC stirbt leider. Hat sie sich leider angreifen lassen. Hat sich leider dodgen lassen. Und dann zwei. Na, daneben. Ich dive. Und Tammy rein. Ich renne natürlich raus in dem Leben, was ich noch habe. Und sie hat Ulti, sie kriegt die Morgana. Also sie down. Und dann geht weiter. Oh, da kommt die große Kanone. Hat er. Oh, und das war's für ihn. Das meinte ich mit immer in den Toren bleiben. Hättest du drei Tower gehabt in dem Moment, wären diese ganzen Kills, ich glaube, da bin ich auch gestorben wegen Davi. Aber ich habe auf jeden Fall dafür gesorgt, dass der Midlaner wegkommt. Und ganz ehrlich, hättest du in dem Moment drei Tower gehabt, du hättest, glaube ich, mindestens drei von deinen vier Toten. Oh, und da geht es ab. Die Kale gecatcht. Sie kommt und das war's auch für die Midlaner. Ja, hättest du, wie gesagt, also drittmeiste, hättest du drei Tower in dem Moment gehabt, dann wäre das wahrscheinlich besser ausgelaufen. Du hättest wahrscheinlich eine 6-1-Score oder so, dann wärst du vielleicht noch gar nicht gestorben, weil du so gefeedet wärst, dass du alles reißen würdest. Und würdest zwischendrin nicht Fiora feeden, da die ja durchaus jetzt 4 Kills hat. Das mag vielleicht in dem Spiel dann keinen Sinn gemacht, keinen Unterschied gemacht haben. Aber sollte man in einem gleichrangigen Spiel sein, bei dem es keine Vorteile auf andere Menschen gibt, vielleicht sogar unsere die Botlane gefeedet hätte in dem Sinne, hätte es durchaus passieren können, dass man dadurch Spiele verliert, durch solche Aktionen. Das ist deiner Tipp. Und es geht weiter. Da, und man sieht es für meinen Rap-Buff des Gegners, habe ich meinen Vision Ward vorhin aufgestellt. Und dann machen wir jetzt den Drake, während Heimerdinger oben steht. Easy Ding natürlich. Ich schub mal kurz einen Schluck Wasser. Ja, Frank schluckt erstmal wieder, ganz gewohnt. Da, der Fake-Rap von mir. Kennt man, da wurde ich gedodged. Natürlich war das ziemlich dämlich, den Supporter zu dodgen. Und dann fliegt da alles auf die Morgana drauf. Morgana stunt uns zwar kurz, also mich. Aber das bringt ja im Endeffekt auch nicht mehr viel. Draven kommt davon. Und da geht die Fiora wirklich noch rein. Das war nicht so intelligent von der Fiora. Man sollte aufpassen, ab welchem Level es sinnlos ist reinzugehen. Auch wenn man Ulti hat, das hättest du niemals geschafft, ohne zu sterben. Hier sieht das Gegner, sehen wir jetzt, dass da ein Ward steht. Und dann nimmt der Gegner aber auch nichts, ne? Die sehen, dass ich da den Ward reingepackt habe, lassen ihn aber stehen. Und da wird Straven an die Wand gestanden, konnte ich aber nicht mehr viel machen. Ich setze mein Ward, sehe die beiden auch durch den Ward. Aber, und da habe ich die Wii nicht gesehen, das war mein Fehler. Die Wii kam von unten an und ich habe es nicht gemerkt. Und da kam die Draven Ulti und ich wurde gefokust und rausgehauen. Das war im Endeffekt eine ziemlich dumme Aktion von mir, da wurde ich auch ermahnt, dass es doch ziemlich schwachsinnig von mir gewesen wäre. Gebe ich zu, war nicht unbedingt das Hellste, das hätte ich vorher sehen können, hätte wegrennen können. Ist aber leider passiert in dem Moment. Du wurdest ermahnt. Naja, man versucht ja gegenseitig Tipps zu geben. Ne? Oh, da wurde der Midlaner gefangen, da kommt einer wieder runter. Und saved. Super gemacht. Blue Buff vom
Jungler geholt. So, die das Gegnerteam ist auch übrigens sehr interessant, mal zu gucken, wie das Gegner vielleicht gespielt hat. Denn im Ranked habe ich natürlich nicht gesehen, wie das Gegnerteam in dem Moment gespielt hat. Hier sind sie ziemlich lange in der Heimerdinger Ulti geblieben, was ich nicht verstehen kann. Das ist ziemlich schwachsinnig. Zu denen sollte man übrigens auch fest sagen, die Leute haben verpatzt, dass da ich noch um die Ecke kommen könnte. Und da komme ich auch um die Ecke. Und Foreign Master Minecraft. Und da kommt, man sieht, oben kommt man, die Fiora pusht durch. Das wollte ich mir sowieso mal anschauen. Die Fiora pusht durch. Der Hackerin rennt vollkommen offensiv in die Fiora rein. Vollkommen offensiv. Seiner Meinung nach hätte sie noch ein Power Easy dodgen können, hätte sie halt nicht. Das wäre nicht möglich gewesen. Er rennt vollkommen offensiv, ohne jegliche Vorsicht in sie rein. Und stirbt dabei natürlich. Und dadurch haben wir oben den Tower verloren. Das wollte ich nämlich nicht glauben, dass die Fiora ihn hätte Tower werfen können. Das war mir etwas rätselhaft. Er ist also wirklich vollkommen ohne Tower auf sie draufgerannt. Ist natürlich ein Fehler in dem Moment. Aber ist auch egal. So, gecrappt natürlich wieder verfehlt, wie ich halt bin. Der Blitzcrank zum zweiten Mal supportet. Und da kommt auch der Olli hinterher mit seiner Kale. Und da komme ich aber wieder. Die Fiora denkt, sie kriegt mich, aber und sie verrückt einen Vayne auf mich zu rennen. Und das war's. Was jetzt natürlich der übelste Fehler war. Ich dachte, die Vayne kriegt die Fiora easy. Und gehe natürlich drauf. Aber der Lebensraum von Fiora war so heftig, dass die Vayne einfach mal gestorben ist dabei. Das habe ich natürlich nicht kommen sehen in dem Moment, dass die Fiora wirklich so stark gefeedet ist. Und dabei ist Vayne leider draufgegangen. Ich auch, hätte ich den Crap nicht in letzter Sekunde noch gekriegt. Ich wäre auch noch gestorben dabei. Und da geht Olli rein. Oh, Olli ziemlich cushy. Flash raus, guter Flash, sehr guter Flash. Jetzt noch die Ulti, dazu der Attack Speed. Wir kommen um die Ecke. Versuchen ihn zu ver... Oh, Olli stirbt und eventuell jetzt auch Hackerin. Nein, hier kommt Heimerdinger. Und Heimerdinger regelt. Ja, oh, Heimerdinger regelt. Und da kommt der erste Kill. Da kommt der Support ADC. Und da kommt der zweite Kill. Super, da kommt Draven um die Ecke noch. Aber da lässt sie sich nicht filmen. Und da fliegt der dritte Kill. Und der vierte Kill. Super. Dreifachtötung für den ADC. War unsere zweite Dreifachtötung nach 9 Spielen. Hat auf jeden Fall reingehauen. War ich sehr stolz. Da habe ich Tränen geweint. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Da habe ich ein ganz tolles Lied angemacht. Can't touch this. You can touch this. Und da kommt die Fiora, man sieht es. Diesmal hatte ich gewartet, darum habe ich es gesehen. Man sieht oben meine beiden Wurps. Und da kommt Fiora vorbei, will hier vorbei. Nee, war das der Moment, wo ich es gesehen hatte? Nee, das war der nicht, noch nicht der. Hackerim hat es wieder gesehen. Hackerim ist hin. Mit Heimerdinger zusammen. Beide waren da. Sind natürlich sofort hingerannt. Auch da hat der Hackerim ein wenig Stress gemacht. Aber sie waren da zu zweit, es war also kein Problem, gegen die Fiora anzukommen. Und Fiora blieb nichts übrig, außer zu rennen. Da wolltest du doch auf den Heimerdinger los, aber selbst mit der Ulti jetzt nicht mehr geschafft. Ja, Fiora war momentan der einzigste Carry im gegnerischen Team. Der Rest ist nicht so gut gestellt. Die war da vollkommen sinnlos bei uns im Busch. Mit der Heimerdinger da jetzt der Engage rein zu vernichten, dann wäre sie tot gewesen. Da auch auf den Tank gefokust, naja. Man kennt besseres, wo rennen wir gerade rum. Ich tue kurz die Top-Lane pushen. Mein ADC macht... Weiß nicht. Oh. Der Engage war mega dämlich. Und sie stirbt wirklich noch dabei. Oh, und das könnte eventuell... Nein, da hat die irgendwie verpatzt. War aber eine gute Aktion von Raven, muss man sagen. Das hat er gut gesehen. Leider hat die irgendwie da nicht getroffen. Einmal Ding jetzt ein bisschen greedy gegen 3. Natürlich kann momentan nur Draven ein bisschen Schaden ausrichten. Und da komme ich noch. Und da kommt der... Ja, das war ein Fail von mir. Da wollte ich eigentlich flashen und dann hooken, aber habe den Flash-Knopf nicht richtig gedrückt. Die sind bei mir an der Smart-Class bei der Maus. Und die lassen sich etwas schwerer drücken, damit ich auch merke, dass ich drücke. Und da... Ja. Typische Doppelwort-Problem. Kennt man gut, ne? Ja, erlebt man öfters. Ja. Und da machen wir den Drake durch in der Heimerdinger, ist natürlich kein Ding mit seinen drei Türmen. Ist der Drake da easy geholt, ich tank das Ding in der Weile. Absolut kein Teil. So, wir Heimerdinger natürlich back.
ich weiß nicht, was ich da gerade mache in dem Moment. Da fällt der mit Tower das erste Mal. Und Fiora zu... Ach stimmt, das war der Moment, wo ich Fiora gesehen habe. Und da kommen die Wellen. Schafft sie das? Schafft sie das, die Frage? Sie schafft es. Der Ulti von Vayne hat sie, von Fiora hat sie die Wellen noch gekillt. Und da fällt der zweite Tower. Fällt er? Nee, er fällt nicht. Da kommt der ADC und der Hänger noch. Und oh mein Gott. Und da ist der erste Kill. So, unten auf der Botlane kämpfen die beiden Midlaner gegen... Ah ne, das ist sie gegen den Midlaner. Und sie stirbt. Ulti zu früh gezündet, da war sich die wieder zu sicher. Und da stirbt einer. Und auch gegen mich hat Draven in dem Moment keine Chance. Flupp hoch und tschüss. Und da holt sich der Gegner noch so einen Huber. Warding verbessert sich, man sieht es. Wir werden langsam aggressiver, warden aggressiv den Gegner Jungle. Der Gegner hat natürlich keine andere Wahl, außer defensiv zurückzuwarden. Kann schlecht in unseren Jungle und da warden bringt ihm nichts. Auch oben mein Hüber wurde schön geworden, damit wir sehen können, falls einer kommt. Unser ADC etwas greedy, man sieht in dem Moment nicht, was über ihm passiert. Und er kriegt sie auch nicht mehr, dann fahren wir halt weiter. Einmal den Gang, Peter. Alter, der Schaden, what the fuck. Na gut, noch einmal den ganzen fast voll wird, ne, muss man sagen. Jetzt will ich auch fast einmal den ganzen stellen, der Geschütze. Oh, wow, was war das denn? Da ist er einfach stehen geblieben. Na gut. Die Fiora scheint ein bisschen, ja, ungefähr so Brain-Tater wie der Blitzcrank zu sein. Für alle, die es nicht gerafft haben, ich bin der Blitzcrank. Na, man sieht schon, ich hab mir auch gleich mal, heute habe ich dieses Grab hochgegangen. Ich hatte mir auch gleich mal dieses, Ding geholt, wie das gerade heißt. Ich glaube, Benchy's Whale. Und da klopfe ich den Draven hoch. Hier haben wir den drauf. Tank das Ding für die. Guck mal, ich tanke das Ding. Ich wollte das raus, dann dachte ich, okay, nee, den Tank weiter. Grab ihn noch hoch. Er flasht raus. Und mein ADC kriegt den Kill. War in dem Moment ein bisschen lustig, wie mich das ganze Ding zu tanken. Aber so könnte mein ADC wenigstens sicher kämpfen. Der Sven hätte wahrscheinlich auf mich losgewollt, aber da habe ich zuerst gecrappt. So, hier geht's weiter. Heimerdinger mit seinem Tower natürlich sofort durchgepusht, deswegen... Und an dem Moment sollte man jetzt zurückgehen, weil langsam kommen alle back. Na, Heimerdinger dann noch ein bisschen am Tower machen. Und da kommt Draven back, V ist back. Jetzt wäre der Moment, um back zu gehen. Hackerin geht nochmal zum Tower. Schaut, ob es da was erreicht. Türme weg, okay. Schaut doch mal, da den Top Tower noch kriegt. Das sieht risky aus. Da kommt auch schon die ersten Laner vom Gegner hoch. Und das war auch risky. Da hat er... Na, da hat er auch Glück gehabt, dass jetzt gerade die Fiora kein Flash, keine Ulti aktiviert hat. Aber der ADC sollte aufpassen. Die Vayne, die könnte Probleme kriegen. Ja, die könnte echt... Ja. Das habe ich mir schon irgendwie gedacht, denn... Vayne ist zwar gefeedet, aber man darf nicht den Blutraub von Fiora vergessen, der wirklich massiv ist und man sollte auf jeden Fall einen Stun packen, den sie in dem Moment nicht setzen konnte, da sie vielleicht wegdrücken sollen, hätte ich gewonnen noch. Und da gegrabt von Blitzcrank. Und einfach die Tower hat er gemacht, wäre jetzt Schwachsinn gewesen, da hinterher zu rennen. Mit der Tech-Speed durch meine B. Und das Ding scheint auf jeden Fall gewonnen. Es ist 17 zu 40. Wir haben 17k Vorsprung, was Gold angeht. Aber das Spiel war auf jeden Fall gut gewonnen. Da kriegt der Heimerdinger sogar noch einen Kill. Sven kann hier oben natürlich wenig machen. Da habe ich gesagt, er sollte es doch bitte Hackerin. Oh, da kriegt er das einen Kill. Aber stopp beim zweiten. Er hat mir gesagt, er sollte den Nibis überhaupt lassen. War in dem Sinne dann aber auch gespielt. So, wir haben einen Blitzcrank Wave Killer hier. Ich habe schon noch gepusht. Ne, habe ich da noch nicht gemacht. Ich wollte pushen. Hier der Open wieder mit seiner Dreierkombination an Türmen. Ich weiß immer noch nicht genau, was ich davon halten soll, aber es scheint zu funktionieren. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie findet ihr das? Drei Türme aufeinander besser oder lieber die drei Türme gesehen? War die Fiora einfach nur ein bisschen drained hard oder? Na, man weiß es nicht. Ich möchte jetzt natürlich auch keinen. Man weiß es nicht. Ich möchte natürlich jetzt hier niemanden dissen, auch das Gegnerteam nicht, das ist jetzt nicht so gemeint. Ist halt der typische Ausdruck in LoL so. Ich möchte jetzt niemanden diskriminieren. Das Gegnerteam hat auch gut gespielt, aber natürlich mit so einem Feed von der Vayne kannst du nichts mehr machen. Natürlich möchtest du hier niemanden irgendwie
Nein, möchte ich nicht. Die anderen waren halt einfach scheiße. Weil man muss sagen, von den 9 Ranked Games, die wir bis jetzt gemacht haben, haben wir nur 3 gewonnen. Wir haben, Wie wollen 3? Wir haben die von den 5 Einstufungsmatches, da waren die Gegner natürlich ein bisschen stärker, haben wir nur ein einziges von 4 gewonnen. Von 5. Und von den nächsten 5 Games, von den nächsten 4 Games haben wir dann jeweils 2 von 2 gewonnen. Das war eins der beiden Games gegen Bronze 5. Man wird ja automatisch in Bronze 5 eingestuft, wenn man mehr als 2 Games verliert. Und daher sind wir Bronze 5 und da sind die Gegner natürlich am allerschwächsten. Da sind die Teams auch unterschiedlich. Das Teamwork klappt noch nicht so. Und wir haben natürlich, was Teamwork angeht, doch einen kleinen Vorteil, da ich und der Flo und der Olli uns ja kennen. Der Flo und ich kennen uns sogar persönlich. Und wir auch normalerweise eine andere Botlane haben, die auch Brüder sind, auch hier in Jena wohnen und sich auch gegenseitig kennen. Also man kennt sich hier in der Vierer-Kombo. Als Brüder sollte man sich schon gegenseitig kennen, ja. Nein, ich meine jetzt, dass wir die kennen. Also ich und Flo kennen die beiden. Also man kennt sich. Und da kommt der Blitzcrank mit! Also ich treffe meine Crafts im Blitzcrank wirklich sehr gut. Muss ich mich mal selbst loben in diesem Spiel. Mein erstes Spiel mit Blitzcrank war eine 4:24:9. Das war ein Trollgame wohlgemerkt. Da wollte ich mein ADC ein bisschen nerven, das war nämlich der Olli. Der wollte unbedingt mein ADC ausprobieren und da wollte ich ihn mal ein bisschen nerven. Und dann habe ich einen Blitzcrank gekauft mit 570 Attack Laufspeed. Bin einfach nur in die Gegner reingerannt und habe alles gekillt, was ich finden konnte. Was ich nicht damit mir ausschaut, dass ich gar nicht gespielt habe. Und da kommt der Hammer, der macht den ersten Kill, da kommt die Wayne, macht den zweiten Kill, dritter Kill. Und da konnte ich ihn nicht mehr grappen, schade, ich hatte keinen Grab Ready. Und das war's dann mit dem Spiel. War ein gutes Spiel, danke an die Gegner für das Game. Und da kommt noch die goldene Statue vom Hammerdinger. Und da kommt noch der Blitzkrieg, da kommt die Viola will. Und die Viola. Da renne ich weg. Und Heimerdinger killt die Viola. Und wir beenden das. Sehr schön. Ja, das war's für diese Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, die Art und Weise des Commentaries gefällt euch. Ich werde die Commentaries immer so schneiden, dass wenn es über 20, wenn es über 30 Minuten geht, ich 2 draus mache, weil man muss das ja natürlich auch in der Relation sein. Ich kann nicht jeden Tag einen Commentary raushauen und dann würde ich nur noch am Aufnehmen sein. Würde ich wirklich. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal, liebe Freunde. Wenn sie unter 30 Minuten sind, mache ich natürlich nur eine Folge draus. Dann habt ihr ein einzelnes. Ansonsten mache ich 2 draus. Ich wünsche euch noch einen traumhaften Tag, meine Lieben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das habe ich, glaube ich, 3-mal gesagt oder so. Wiederhol dich ruhig öfters. Auch von mir ein. Auf Wiedersehen und ciao. Und einen traumhaften Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Genau.